Heute das T1 von Ulefon. Ich glaube, ich hatte noch nie ein so schön eingepacktes Smartphone. Dagegen wirkt selbst Apple blass. Mit dabei ist ein Micro-USB auf USB-C Adapter. Ein sehr schön aufgerolltes USB-C Ladekabel. Und ein dickes USB 3 Netzteil, welches verschiedene Ausgangsspannungen und Ströme liefern kann. Bis zu 18 Watt, 12 Volt mit 1,5 Ampere. So wird der Akku ganz schnell aufgeladen. Dann noch dabei der SIM-Slot-Öffner und eine Menge Zubehör. Wie dieser Fingerring, der hinten auf das Handy geklebt wird. Oder eine Schutzfolie für das Display. Oder dieses Case, was leider im Design nicht ganz der Klasse der restlichen Teile entspricht. Irgendeine billige Lederoptik in Plastik. Okay, es bietet aber Schutz. Das T1 gehört zu den leistungsfähigsten China-Phones. Der verbaute MediaTek Helio meldet sich in den Testprogrammen scheinbar nicht richtig an. Verbaut sein soll der P25, obwohl teilweise der P20 angezeigt wird. Kenne ich aber schon von anderen Phones. 4G in allen Bändern, 5,5 Zoll Full HD Display, 6 GB RAM und fälschlich 64 GB ROM, welche wohl eher keine ROM sind, da ein ROM Read-Only ist und der Speicher ja mehrfach beschrieben und gelöscht werden kann. Auch ein paar andere Angaben lasse ich hier für den Moment unkommentiert. Das Design erinnert stark an das iPhone und folgt nicht dem aktuellen rahmenlosen Trend. Oben und unten sind jeweils dicke Balken, welche oben durch die Status-LED, den Frontblitz mit Kamera sowie den Hörer ausgestattet sind. Unten der Fingerabdrucksensor, der zeitgleich der Home-Button ist. Rechts und links davon jedoch verschenkter Platz. Unten USB-C und Lautsprecher und Mikro. An der Seite die typischen drei Taster, welche keine unterschiedliche Struktur aufweisen und dadurch schwer zu unterscheiden sind. Rückseite klar, die Kamera und Blitz. Oben 3,5 mm Buchse und an der Seite der Doppel-SIM-Slot. Dieser kann mit Nano-SIM und wahlweise mit einer weiteren Nano-SIM oder einer Micro-SD-Karte bestückt werden. Let's fire it up! Ausgeliefert wird es Viren-, Add-up- und Bloatware-frei. Absolut cleanes Android 7.0. In den Settings kann man unter anderem 4 verschiedene Farben für die Notification-LED und verschiedene Gesten konfigurieren. Die Ausstattung des Gerätes, welches unter 200 Euro kostet, ist Wahnsinn. Die ARM A53 Serie soll auch nicht von den aktuellen Sicherheitslücken Meltdown und Spectre betroffen sein. Das Full HD Display ist auch gestochen scharf. Root Access besteht nicht. Der Hammer sind die verbauten Sensoren. So viele habe ich bei noch keinem China-Phone gesehen. Das Ganze äußert sich dann natürlich positiv in den gesamten Benchtest und verspricht viel Spielspaß. Genug der tollen Worte. Kommen wir zum Kamera-Fake. Ich verstehe nicht, warum alle diesem Dual-Lens-Trend folgen. Verbaut doch bitte eine gute Kamera anstelle von zweien, die dann nicht gehen. Bei dem T1 kann man die eine Linse getrost zuhalten. Es hat keine, wirklich null Auswirkung auf Foto- oder Videoqualität.
Es wird nicht mal eine Fehlermeldung angezeigt. Und das ist wirklich absolut traurig, wo es doch möglich ist, eine gute und günstige Einfachlinse und Sensoren zu verbauen. Die funktionierende Linse ist jetzt auch nicht so schlecht und entspricht dem Standard, der bei diesen Phones verbaut wird. Die künstliche Tiefenschärfe ist auch nur ein Fake und hat nichts mit Tiefenunschärfe zu tun, denn sie ist einfach nur eine Weichzeichnung außenrum. Als Highlight ist dann noch der Splitscreen zu erwähnen. Zwei Apps zeitgleich auf- und anschauen und bedienen. Echt coole Sache. Und mit dem RAM und der CPU auch kein Problem. Fazit: Die Ausstattung bei dem Preis macht es zu einem super Gerät trotz der Mankos.